So, was kommt jetzt? Ah, loser Puder. Loser Puder, ganz wichtig. Und der ist so schön. Im Grunde genommen, alle Pudermuffins, die sonst immer die totale Panik vor losem Puder haben, weil da die Haut so trocken und so krümelig ausschaut, sich so eklig anfühlt, encore kugelgleich dann auch anfühlt, ist damit überhaupt nicht. Das ist ein ganz, ganz weicher, kuschelig weicher, seidiger Puder. Den kann man einfach auch mal so wirklich auf den Körper auch mal verteilen, wenn man so ein bisschen kuschelbedürftig ist. Man fühlt sich sofort an wie, es fühlt sich an wie reine Seide. Feinstes Pigment, was es überhaupt gibt. Und dann nehme ich das Beige für alle heute, die so einen Gelbeinschlag haben. Ich nehme das Neutral für alle heute, die eher so einen Rosé-Einschlag haben. Und wenn man ein bisschen getönt sein möchte, dann ist der Light Bronzing genial. Der hat ein bisschen Schimmer drin und den kann man anstelle von Make-up auch mal ganz gut verwenden. Ich empfehle das immer so, den Deckel einfach mal runternehmen, umdrehen, hinten so zwei, dreimal draufklopfen. Dann haben wir hier schon ein bisschen Material mit dabei drin, mit einem großen Pinsel. Einfach reingehen, so ein bisschen aufstufen und dann in großen Bewegungen einfach so übers Gesicht mit drüber gehen. Man kriegt so ein bisschen einen Glow, einen Glanz, denn gerade trockene Haut sieht ja oftmals so stumpf und so leblos aus. Und das gibt damit sofort wieder eine ganz, ganz angenehme, ganz, ganz weiche Oberfläche. Und man merkt es auch richtig, die Oberfläche fühlt sich ganz, ganz seidig an. Das ist eins der Präparate, wo man wirklich auch sagen kann, jeder, der das hinterher aufgetragen hat, muss sich sofort anfassen. Das ist richtig, richtig schön.